Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mit euch heute die Fummelkiste auspacken. Diesen Monat geht es ja so ein bisschen um uns Frauen, um langjährige Partnerschaften, aber natürlich auch, und das bleibt nicht aus, um Sexualität in langjährigen Partnerschaften. Und deswegen fand ich das Prinzip der Fummelkiste so, so genial. Es zielt auch ab auf Paare, die schon länger zusammen sind. Und hier steht dann noch, das könnt ihr gar nicht so gut sehen, ready for Fummeln. Und wir packen die jetzt mal zusammen aus und gucken mal, wie so eine Fummelkiste denn aussieht und was die alles enthält. Man hat einen Fummelratgeber, der beschreibt einfach nochmal die Produkte, die hier drin sind. Deswegen lege ich mir den jetzt mal hierher. Man hat hier zum Beispiel total cool einen Date-Kalender. Ne, der ist einfach ganz simpel gemacht. Kommt der Monat rein und dann die Dates, die man haben möchte. Dann gucken wir doch gleich mal, was hier über den Date-Kalender steht. In jeder Beziehung ist es wichtig, sich ganz bewusst Zeit für den Partner zu nehmen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber gerade wir, die ja Eltern sind, für uns ist das nicht so einfach. Und da gehört viel Organisation dazu. Es reicht schon, wenn es mal 1-2 Stunden sind, an denen alle Störfaktoren beseitigt sind und es nur um euch zwei geht. Hier kommt der Date-Kalender ins Spiel. Er umfasst immer genau den Zeitraum, den ihr für eine Fummelkiste Zeit habt. Meine Herren, weil die nächste Fummelkiste kommt dann im April zum Beispiel wieder. Deswegen kann man den Date-Kalender jetzt für diese Zeit nutzen, bis dann wieder mit der nächsten Fummelkiste ein neuer Date-Kalender kommt. Genau, gehen wir mal weiter. Und zwar hat man hier Talk About. Das ist jetzt ein Spiel. Das hier sind die Antwortkarten. So. Und das sind dann die Karten zum Spiel. Und das sind in verschiedene, also Leben und Alltag, Beziehung und Liebe, Sex und Erotik. Und da lesen wir doch hier mal über Talkabout. Unser Spiel Talkabout gibt euch neue Impulse, das Gemeinsame bewusst zu machen. Die Fragen aus den Kategorien Alltag, Liebe und Beziehung sowie Sex und Erotik helfen dabei, eigene Wünsche, Vorstellungen, Gefühle und Bedürfnisse auf eine positive Art und Weise mitzuteilen, damit eine neue Zweisamkeit zu gestalten und zu entdecken. Entwickelt haben wir das Spiel gemeinsam mit Sexual- und Paartherapeuten. Mit jeder Fummelkiste bekommt ihr weitere Fragen aus den einzelnen Kategorien. Und jeweils eine weitere offene Fragekarte, die sieht dann so aus. Kann man dann selbst noch was draufschreiben. Und wie das Ganze jetzt funktioniert. Nehmt euch Zeit und schaltet Telefone und Fernseher ab. Schafft euch persönliche Wohlfühlatmosphäre, ne? Was? Einem Wein, einer Kerze, Musik. Dann jeder bekommt 4 Bewertungskarten und die Zahl 1 steht für ich stimme voll zu und die 4 für ich stimme gar nicht zu und dann guckt man halt ein bisschen. Einer deckt nun die oberste Gesprächskarte auf und liest das Statement vor. Die Karte legt er anschließend in die Mitte. Verdeckt bewertet ihr beide nun, wie ihr zu dem Statement steht. Und dann wird darüber gesprochen natürlich. Also nehmen wir jetzt mal hier ein Beispiel aus Leben und Alltag. Wenn Zeit ist, frühstücke ich gern mit meinem Partner. Und dann sagt man, ja, stimme ich voll zu oder eher nicht so. Da kann man dann auch drüber reden, warum das vielleicht nicht so ist. Hier ist zum Beispiel ein Statement, Eifersucht ist wichtig für eine Beziehung. Lohnt sich auch mal darüber zu sprechen. Es ist mir wichtig, einen Orgasmus beim Sex zu bekommen. In der Beziehung ist Selbstbefriedigung wichtig. Also auch mal Themen, wo man sonst manchmal sagt, so, aber man sollte drüber sprechen. Das war also das Spiel, was dabei ist. So, dann weiter geht's. Dann haben wir noch das Beziehungsbuch. Also das wächst dann auch mit jeder weiteren Box, die man zugeschickt bekommt. Man hat hier diese Ringe mit drin, um das dann so binden zu können. Ich zeige euch aber mal die einzelnen Blättchen. So sieht das dann aus. Dann hat man hier Date-Feedback. Nutzt das Feedback, um eure Gedanken zum Date festzuhalten. Schreibt auf, was euch besonders gut gefallen hat und auch das, was nicht so schön war.
Wie habt ihr das Date empfunden? Was ging euch währenddessen durch den Kopf? Also man hat ein Date-Feedback, das hat man halt dementsprechend zweimal. Dann Beziehungsgeflüster, wo man sich ein bisschen was erzählen darf. Und Sexvokabeln. Der Begriff wie Sex haben, Blowjob, Vagina, Penis, Brüste und eure Sexvokabeln, wie ihr dazu zum Beispiel sagen wollt. Genau, das ist also das Beziehungsbuch. Und dann kommen wir mal hierzu. Das ist die Datebox für sie und die Datebox für ihn. Und das werden wir jetzt mal öffnen. Das ist quasi der Inhalt, leitet quasi ein Date an. Ne? Manchmal ist man so, ich habe keine Ideen, was soll man denn machen? Und dafür sind die Dateboxen. Wir öffnen mal zuerst die Datebox für sie. So, hier ist das Drehbuch. Feuer und Eis heißt das Date. Und da ist schon mal, ne, was da so gemacht wird, was so, ne, also wie, was angeraten wird, wie man dieses State Feuer und Eis gestalten könnte, ist schon wirklich sexuell ausgelegt, sag ich gleich, ne. Hier ist aber zum Beispiel auch ein Rezept drin für Zitronenpasta, also es geht mit leckerem Essen los und dann gehen wir ins Bett. Da hat man auch schon wirklich das passende Kondom dazu, das ist von Lelohex. Außerdem für kurz davor nochmal Mentos und das finde ich richtig spannend, das hier. Das ist von Fantasy Lust, eine Massagekerze. Ich hatte noch nie eine Massagekerze. Ich habe aber schon oft davon welche gesehen. Genau, das ist also in der Datebox für sie. Ist also die Anleitung dann auch, ne? Wirklich halt so das Rundum-Paket. Was kann ich kochen? Was kann ich machen? Also wirklich auch so ein paar Sachen, die man so noch nicht ausprobiert hat. Die man mit seinem Partner durchaus mal machen könnte. Es gibt hier zum Beispiel den Eisdildo. Just saying. So, dann öffnen wir mal noch die Datebox für ihn. Und zwar ist da das Thema Sinneswelten. Und da habt ihr auch wieder das Drehbuch. Und da geht es dann die Aufgaben, also was man dann machen kann, um hören, schmecken, fühlen, riechen und sehen. Erklärt auch die Feder. Und zusätzlich zu der Feder befindet sich das hier noch drin. Von, oh, ich kann die Firma nicht so lesen. Ich habe keine Ahnung, wie die Firma heißt. Ein Magic Gift. Und zwar ist das eine Augenbinde, möglicherweise. Man kann sicherlich auch noch andere Dinge damit machen, aber eine Augenbinde. Genau, und das ist in der Datebox für ihn. Und das Thema ist Sinneswelten. Und das war die Fummelkiste, meine erste Fummelkiste. Ich bekomme noch zwei weitere zugeschickt. Das ist halt mal eine echt andere Art von Box. Aber ich kann mir das super gut vorstellen. Es regt halt wirklich dazu an, die verschiedenen Spiele, den Partner besser kennenzulernen, Zeit miteinander zu verbringen, auch bewusste Zeit miteinander zu verbringen, halt nicht vor dem Fernseher zu sitzen. Und ich finde diese Dateboxen richtig cool, weil man ist manchmal wirklich so, was sollst du denn machen? Und also irgendwie ist mir langweilig in unserer Beziehung, aber ich habe auch nicht so richtige Ideen, was man machen könnte. Und die Dateboxen leiten dich quasi dazu an. Perfekt, super, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich freue mich dann schon sehr auf die nächsten Boxen. Ich verlinke euch die Fummelkiste mal unten in der Infobox. Schaut die euch super, super gerne an. Das ist so genial. Und ja, dann hinterlasst mir gerne euer Feedback, ob ihr nochmal zur Fummelkiste, zu dieser jetzt nochmal ein Feedback-Video haben wollt. Ansonsten die anderen beiden stelle ich euch auf jeden Fall auch vor. Die nächste kommt dann am 10. April. Also am 10. April kommt dann die nächste Fummelkiste. Bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es eine andere Art von Video war. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!